Hallo, ja, hier sitze ich in der Küche und werde jetzt speisen. Ein warm zubereitetes Mahl, das ich so noch nie hatte. Ich glaube auch von der Marke noch nie. Gucken wir mal, selbst gekauft, wie man sieht. Und zwar das hier. Wir halten es richtig so. Ja, Naked, Malaysian Style Curry. Also Naked gibt es verschiedene Sachen. Ich glaube mal auch mit Nudeln, aber ich habe mir gedacht, nehmen wir das mal mit Reis. Das ist nämlich tatsächlich Reis. Reis in Currysoße malaysischer Art. Keine Ahnung, was malaysische Art ist. Wahrscheinlich einigermaßen würzig, weil es ist ja Curry. Nutri-Score B. Na, was steht hier also? Instant Reissnack in cremiger Soße. Cremig mit Gemüse gewürzt nach malaysischer Art. Klingt eigentlich gut. Problem ist, solche Reisgeschichten funktionieren selten richtig geil. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Zutaten: 30% Reis, viel. Kartoffelstärke, Maltodextrin, natürliche Aromen, Zucker, 2% Gemüse, Karotten, grüne Bohnen, rote Paprika, 1,6% Zwiebelpulver, Glukosesirup, Knoblauchpulver, Salz, Palmöl, Gewürze, Koriander, Kurkuma, Ingwer, Cayennepfeffer, Paprika, Zimt, Koriander, Milchproteine, Stabilisatoren, Dikaliumphosphat, Trinatriumcitrat, natürliches Zitronengrasaroma, kann Spuren von Glycin. Weniger als 1% Fett, 100 Gramm, also pro Becher 258 Gramm, wenn Wasser drin ist, das ist gar nicht mehr so viel, das ist eine kleine Portion. Ne? 100, 300 Gramm. Nutri-Score ist mir wurscht, eine Portion, bla bla, haltbar. Lang genug. So, dann gucken wir mal. Vorsicht, Becher und Inhalt nach Zubereitung sehr heiß. Ach nee, Naked Noodle steht hier. Okay, drauf steht tut aber nur Naked und Noodle ist es ja auch nicht. Aus England. Zubereitung. Kochendes Wasser bis zur Markierung ca. 180 Milliliter aufgießen und sofort gründlich umrühren. 5 Minuten ziehen lassen, dabei wiederholt gut umrühren. Ein Geschmackserlebnis nach malaysischer Art mit Ingwer und duftendem Koriander. Ja, also gut, schauen wir mal. Der Gag ist, da steht nicht drauf, ob man Deckel drauf lassen soll oder nicht, aber gut, das erklärt sich natürlich dadurch, dass man umrühren soll und die Abbildung ist auch so interpretierbar. Leicht scharf steht hier, also mach schon mal auf, damit wir mal reingucken. Okay, so sieht das aus. Ich sehe da keine Gemüse und nichts. Es sieht alles aus wie einfach komische Reispopel und auch nicht so wie übliche Reis. Ah, da, beim Schütteln habe ich jetzt ein Gemüseblatt. Und das Wasser gehört nur bis hierhin. Das wird also gut auffüllen. Ja, gut, muss ja gut auffüllen. Und man schüttet nichts ab, scheinbar. Also, bin vorsichtig optimistisch. Wasser müsste gleich heiß sein. Heiß, gleich, heiß, kein, heiß, jawohl. Sitze ich eigentlich zu nah dran, dass mir, müsste ich das Bild fast noch geben. Es wird schon gehen so. Okay, hat geklopft. Dann machen wir mal schnell Wasser. So, Wasser. Bis zu dieser Kante. Okay. Und jetzt gleich kräftig umrühren. Ne, da kommt ein bisschen Gemüse raus, wenn man kräftig umrührt. 5 Minuten, okay. 3,20. Das schauen wir mal. Riechen tut es schon mal geil schlecht für den ersten Moment. Also, vielleicht wird es ja wirklich ganz spannend. Also ich habe. Es gibt von Naked, ich muss mal nachgucken, verschiedene Sachen, ob da noch. Und die habe ich gefunden in unserem V-Markt, ich glaube im Rewe und Co. Finde ich keine Nakeds, aber mal gucken. Ich muss es auf jeden Fall, bevor ich wieder umrühre, was zum Trinken machen. Das geht natürlich ratzfatz. Ich bin ja ein fleißiger Bursche, wenn es um diese Standardvorgänge geht. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, vernünftig auf dem Video, keine Ahnung, ist auch egal. Lalalalalala. Tja. Ah, habe ich ein. Ja, da muss jetzt ökonomischer vorgehen. Moment. Ne? Shit. Ah, hier. Gut. Einigermaßen flott, oder? Also noch 4 Minuten ungefähr. Da kann man mal ohne Deckel zuschauen, wie sich es zubereitet quasi. Oder was hieß, wie hieß es? Wiederholt gut umrühren. Also gut, schauen wir mal. Wie gesagt, ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es schmeckt. Ich sitze. So,
bisschen besser, oder? Also gut, da ist die Milch, da ist der. So schaut es von außen aus. Was soll das eigentlich sein? Irgendein Kritzi-Kratzi? Das ist keine erkennbare Logik dahinter oder kein Geheimcode oder irgendwas. So, ja, also ich meine, ein bisschen mehr anquillen kannst du jetzt schon noch, weil momentan liegt das immer noch auf dem Wasserniveau. Wenn das alles bleibt, dann finde ich es ein bisschen wenig. Aber es sind ja auch noch 3 Minuten. Boah, das ist diese Warterei, hey. Ach, macht mich immer ganz fertig. Fast Food muss faster sein. Ja. Kann ja mal philosophieren. Ich habe mich leider, leider ist vielleicht der falsche Ausdruck, von McDonald's ein bisschen entfremdet, was aber auch dann liegt, dass ja, Mai schmeckt halt okay, wenn man es einigermaßen warm und frisch erwischt, aber die Preise sind auch, wie so überall sonst auch, ordentlich angezogen und das ist mal dann einfach nicht unbedingt wert für ein Standardessen. Vor allem, weil ich ja mal entdeckt habe, habe ich ja, das wissen ja Stammhörer vor allem wahrscheinlich, aber erzählt habe ich es, glaube ich, in einem Bla-Monolog oder irgendwas, nicht hier, dass ich mal lokalen Döner wieder für mich entdeckt habe. Und Döner ist, macht schöner natürlich und schmeckt auch gut. Und ist für die 6 Euro, die so ein Döner heutzutage kostet, das ist schon, also da wäre ich satt von. Das ist eine Portion, die reicht. Dann noch in den Supermarkt gegangen und sich einen Billo-Cola gekauft, dann ist man versorgt. Auch ohne Beilage, aber na gut. Also ich muss sagen, ich bin, ja, es wird ein bisschen dicker, aber ich habe echt gedacht, die quillen noch mehr auf. Schaut aber fast nicht so aus. Das bleibt, also frage mich natürlich, warum ist der Becher so hoch, wenn er im Endeffekt nur so weit gefüllt ist. Kann man natürlich bei den anderen Nudelbechern von Nissin und Co. auch sagen, aber da ist die Füllhöhe, meine ich, anders. Vor allem, weil da ja die Siffe auch, also bei der Suppe ist es ja eine Suppe. Die füllt natürlich automatisch ein bisschen mehr. Aber gut, sind immer noch 1,5 Minuten, aber... Riechen tut es ganz lecker, muss ich sagen. So, also ein bisschen schwach, aber appetitlich, finde ich. Mal gucken, wie gesagt, ich bin ja auf der nie enden wollenden Suche nach dem idealen Bechergewicht. Das gibt es wahrscheinlich nicht, aber mei. Man muss halt die Vorteile und die Nachteile abwägen. Die Vorteile sind Zubereitung, einfacher könnte es kaum sein. Und gut, zeitintensiver, weniger zeitintensiv, 5 Minuten ist ja für so einen Becher relativ lang auch. Aber mal gucken. So brechend heiß ist er übrigens nicht. Komisch. Habe ich auch schon heißer in der Hand gehabt. Sehr heiß würde ich das jetzt auch nicht definieren. Das ist auch irgendwie, also außen das Papier kann man dann abmachen hier. Wieder. Mülltrennung. Und das Plastik ist. Kommt mir relativ stabil vor. Also, ja, ich glaube, das bleibt so. Ist ja eigentlich abgebildet. Ja. Also es wird weder so trocken in der Zeit, noch sieht das Gemüse so fit aus. Ja, was man nicht. Also 8,5 Minuten, das müsste ich ja, jetzt müsste ich eigentlich essen können. Ja, dann probieren wir es mal. Also es sieht so aus. Sieht man es, ohne dass es mir rausflitscht. Weiter kann ich es nicht kippen, sorry. Ja, sieht okayisch aus. Also wenn man es rausgabelt, sieht es so aus. So. Na gut, dann schauen wir halt mal, wie es so schmeckt. Also wie gesagt, heben geht ganz gut, vor allem weil ja wirklich die obere Hälfte eben nicht nix ist. So, also gut, dann probieren wir es mal. Mal schauen, wie heiß das jetzt auch ist. Heiß genug. Ja, Curry merkt man. Aber der Reis fühlt sich nicht so gut an. Der ist sehr gummig. Ich habe ja schon diverse Reisfertig, also die Reisfertiggerichte mit vorgekochtem Reis. Was weiß ich, so von Ben. Wie heißt denn das eigentlich? Bens, Onkel Bens heißen sie ja nicht mehr. Wie heißt die? Ich hab's vergessen. Also der war, glaube ich, vollgekocht oder auch so beim anderswo schon mal. Becher hatte ich aber auch schon mal. Aber das ist was anderes. Und die Chef-Select-Sachen vom Lidl mit Reisbeilage, das ist halt einfach Reis. Na gut, die sind halt natürlich nicht mit Wasser so. Die sind aus der Kühltruhe und halten auch nicht ewig und sind demnach also anders. Klar, wertiger, muss ich nennen.
Das hier ist ziemlich. Eher gummig. Also es ist nicht extrem, aber es fühlt sich nicht an wie richtig guter Reis. Da sind die ganzen Nudeln, fühlen sich da irgendwie auch besser an, wenn man sie so isst, muss ich einfach sagen jetzt. Ich meine, könnte natürlich sein, dass sie länger ziehen müssten noch, aber es hieß 5 Minuten, es sind über. Jetzt sind wir schon bei 7 oder so. Ich glaube nicht, dass sich da noch viel ändert. Also die Würzmischung und so, und das Curry und der Rest, das ist gar nicht schlecht. Aber der Reis kommt mir auch nicht so richtig ganz durch vor. Aber gut, bei der Art von Zubereitung, Schwierig. Also ich glaube, ich kann prognostizieren, dass ich das nicht nochmal kaufe. Und wenn ich dann nochmal was probiere von Naked, dann wird es eher was mit Nudeln sein. Da heißt ja auch Naked Nudeln, dann müssen sie eigentlich Nudeln auch haben. Es war mal wieder ein interessanter Versuch, aber Reis mit Wasser so aufbereiten, das funktioniert irgendwie nicht so toll. Also essen kann man es, ja. Und wie gesagt, die Würze, die hilft viel. Es ist schon genießbar. Aber ne, unten hat es ein bisschen angebacken, oder? Wie kann das denn sein? Ja. Hier. Nochmal zum Anschauen. Da waren jetzt ein paar Knusprige dabei, die wohl irgendwie nicht so ganz aufgegangen sind. Aber ja. Wenn man die vom Boden runterkratzen, sollte man vielleicht nicht. Weil dann wird es knusperer. Irgendwie die Würze bleibt auch unten ein bisschen intensiver, ist mein Eindruck. Aber jetzt kommt schon ordentlich der Curry drüber. Ja, mal. Außerdem ist es ein Snack tatsächlich. Das ist nicht wirklich eine Mahlzeit für mich jetzt gewesen. So wie die Disney-Nudeln, wo man das Wasser abkippt, das ist aber auch zu wenig, wenn die Suppe nur mit drin ist. Aber viel Soße bleibt nicht übrig. Naja. Okay, also. Experiment gewagt. Naja, genießbar, wird schön würzig. Also die Würze finde ich gut, leer schmeckt es nicht, aber der Reis ist einfach nicht, wie soll ich sagen, verleiht mir keinen Essgenuss, was natürlich bei so einer Billo-Mahlzeit Preise weiß ich jetzt nicht mehr, das war ganz normal, was halt so Becherzeug kostet. Darf man natürlich nichts großartig erwarten, aber im Verhältnis zu den Nudeln finde ich es irgendwie ein bisschen nicht so geil. Also nochmal zum Zeigen, wer es wirklich mal selber probieren wollen, Tete, so ist das Zeug, gibt es in irgendwelchen Supermärkten mit Sicherheit. Und ich werde nachher nochmal irgendwas anderes snacken oder naschen, weil mein Hunger hat das noch nicht ganz gestillt. So ist es. Ihr habt es gesehen, ich habe es euch gezeigt. Wahnsinn, oder? Deswegen bis nächstes Mal. Tschüss.